Hallo allerseits, heute mal ein Video auf Deutsch. Es geht um DCS, genauer genommen die BF109K4. Ich glaube nicht, dass es so viele Channels auf Deutsch gibt, die sich hiermit befassen. Von daher mache ich das jetzt heute mal. Also ist jetzt eher so für die Leute, die das schon mal gespielt haben. Startup Sequence ist eigentlich gleiche wie beim offiziellen DCS-Channel. Findet ihr da relativ einfach. Also im Vergleich jetzt zu einem Mustang ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. gar nicht erst von der A10 brauche ich gar nicht erst anfangen. Wichtigste ist hier eigentlich beim Start jetzt die Trimmung. Ein bisschen Flaps. Und dann einfach Vollgas und Augen zu und durch. Klappt eigentlich immer ganz gut, finde ich. Und dann versuchen wir mal, ob wir ein paar Ziele treffen können. Aber erstmal abheben. Ein bisschen Ruder und Stick benutzen. Ich bin jetzt schon in der Luft. Abheben. Maschine gerade bringen. Fahrwerk hoch. So. War jetzt nicht besonders gerade. Aber ich bin nicht aufgeeckt auf dem Boden mit dem Flügel. Passiert mir sonst eigentlich immer. Fast immer. Der Start ist nicht so einfach, muss ich zugeben. Aber ich finde, mit Vollgas ist es am einfachsten. Man ist am schnellsten in der Luft. Und ja, muss nicht so lange gerade halten auf dem Runway. So, mal gucken, ob ich meine Ziele finde. Es sind drei Transportflugzeuge irgendwo in dieser Richtung. Sind aber, glaube ich, noch ein bisschen weg. Mal gucken, was da so geht. Bisschen Gas zurücknehmen, damit nicht durchgängig die Notleistung gefordert ist. Ist nicht so gut für den Motor und auch nicht so gut für den Sprit. Und wir fliegen hier jetzt auch nur, nur gegen Transportflugzeuge, von daher so viel brauchen wir die Notleistung hier eh nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, alle runterzuholen. Sind drei Stück. Ich kann schon mal die Waffen entsichern. Und dann zum nächsten Punkt. Gegner finden. Nicht besonders einfach. Werden nicht so dick angezeigt wie zum Beispiel in War Thunder. Was es sehr einfach macht, Gegner zu sehen. Und hier in DCS ist es eben echt nicht leicht. Ich muss nach der Abgasspur Ausschau halten. Die sieht man eigentlich wieder relativ weit. Am einfachsten wäre es natürlich, die Gegner auf 8000 Meter zu setzen, wo sie eine, wie heißt es, Contrails hinter sich herziehen. Aber das wäre ja, dann müssen wir jetzt steigen. Ewig. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, einfach mal ein bisschen suchen. Die Frage ist, wo sind sie? Kann sein, dass ich schon an ihnen vorbeigeflogen bin. Ja, wie ihr seht, ist nicht so einfach, was zu finden. Selbst wenn man weiß, wo man es eigentlich hingesetzt hat. Von daher mache ich jetzt einfach mal ganz schamlos einen Blick auf die Karte. Werfen. Okay, sie sind genau südlich von mir. So. Dann sollte das hier ungefähr Abfangkurs sein.
Und sie sollten auch irgendwo da vorne jetzt. Auftauchen. Da unten. Da sehe ich sie doch schon. Unter einem Flugzeug. Da links sind schon zwei. Und der dritte da unten. Die ersten zwei leiten schon ein Ausweichmanöver ein. Deswegen hänge ich mich jetzt einfach hinter den dritten. Ein bisschen Gas geben. Und dann im Sturzflug Gas wegnehmen. Brauchen wir nicht so viel. Wir sind schon viel zu schnell eigentlich. Also für meine Verhältnisse zu schnell. Ich bin nicht der beste Schütze. Von daher muss ich eigentlich langsam hinter einem herfliegen, damit ich wirklich was treffen kann. Vorne kommt er. Solltet ihr es auch sehen im Video? Ich habe ihn getroffen. Er leitet direkt das Landemanöver ein. Oder beziehungsweise zurück zum Airfield. Aber nichts mehr zurück, das war er. Ein paar gute Treffer mit der 30mm. Reicht. Ich habe auch schon länger gebraucht, um mit der zu treffen, aber. Jetzt hat es gerade gut funktioniert, muss ich sagen. Jetzt müssen wir nur die anderen suchen. So sind es noch. Die hängen sich auch gerne hinter ein. Weil sie sich da verstecken können, aber. Ich sehe jetzt gerade nichts hinter mir. Da unten sind sie. Schauen, ob sie sich jetzt wieder trennen. Wenn nicht, machen sie es mir. Das ist relativ einfach. Das Kluge an der KI ist eigentlich, dass sich immer einer von den anderen trennt und einen versucht halt wegzulocken. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und das macht es natürlich schwer, die anderen wieder zu finden, wenn man den ersten erstmal Laune gekriegt hat. Was ja auch nicht immer einfach ist. So, ich habe aber ordentlich Speed drauf. Ich sollte die eigentlich einholen. Ja, da vorne fliegen sie. Gleich in Reichweite. Mit der Kanone ist es auch nicht so einfach zu treffen. Wir haben eine relativ niedrige Rate of Fire und langsame Mündungsgeschwindigkeit. Oh, aber das war ein guter Hit. Er ist down. Und der zweite dreht ab. Oh, zwei in einem Run. Gute Quote. So. Da schlagen sie beide auf. Und wir können uns zurück zum Airfield machen. Wenn ich noch genauer. Ah, da unten ist es ja. Das ist ja praktisch. Da gehe ich. Kann ich schon mal einen Landeanflug gehen? Ich habe euch jetzt nichts von dem Maschinengewehr gezeigt, aber. Das ist im Prinzip das gleiche, nur schießt schneller. Also ist leichter zu treffen auf jeden Fall. Aber man braucht viel mehr Treffer. Also 30 mm im Vergleich zu 13. Das macht, man merkt schon den Unterschied. Natürlich, wenn man gut zielt, sage ich mal, und gut vielleicht Treibstofftanks trifft, hat man damit auch gute Chancen, was abzuschießen, aber die Maschinenkanone ist einfach. Die ist einfach dazu da, um alle zu töten, ne?
So, jetzt erstmal ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Da vorne kommt nämlich schon der Runway. Und ich will nicht zu schnell sein. Ich kann sowieso nicht gut landen. Dann ist Geschwindigkeit nicht so hilfreich. So, jetzt muss ich langsam gerade kommen. Wie ihr seht, die Geschwindigkeit. Es hilft einfach nichts. Ich versuche ein bisschen schräg zu fliegen. Das hilft ein bisschen was. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel rumsteuern. Na, das bringt alles nichts. Ich muss es nochmal versuchen. Ich bin noch von relativ hoch den Sturz gegangen. Das war vielleicht auch nicht so klug. Ich will jetzt auch nicht so viel beschleunigen. Die BF-109 hat definitiv einiges an Power. Was man gerade im Landeanflug merkt. Wenn man abbremsen will. Das geht nicht so einfach. Ich gehe jetzt mal wirklich auf Leerlauf. Die Nadel fällt schon ein bisschen, das ist schon mal gut. Muss noch mal ein bisschen auf Abstand gehen, vielleicht im Airfield. Ich gebe nur minimal Gas und beschleunige jetzt schon wieder. Das ist echt verrückt. Ich weiß jetzt auch nicht gerade auswendig, ab wann man das Fahrwerk ausfahren kann. Oder sag ich mal, bis zu welcher Geschwindigkeit. Ich gehe jetzt schon mal Landeklappen einfach. Die bremsen ja auch. Und unter 300 kann ich, denke ich, das Fahrwerk ausfahren. Das sieht gut aus. Das bremst jetzt auch noch mehr. Ein guter Gleitflug. Ein bisschen schräg. Das ist wegen dem Motor. So, Leerlauf. Nochmal beschleunigen und aufsetzen. Okay. Ich gebe zu. War nicht die beste Landung. Ich habe einen Flügel verloren. Aber als Notlandung würde es zählen. Schätze ich mal. Von daher. Ja. Landen ist nicht meine Stärke. Wie man sieht. Motor kann man hier ganz einfach ausschalten mit dem Schalter. Dann fahre ich mal so alles Mögliche runter, was ich runterfahren kann. Und hier natürlich die ganzen Stromkreise unterbrechen. Gut. So viel zu meiner Flugerfahrung mit der BF-109. Wenn ihr Tipps habt oder Hinweise oder wenn ihr mehr sehen möchtet, könnt ihr das natürlich gern kommentieren. Das sollte jetzt nur ein kurzer Einblick sein. War es ja auch. Ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin kein guter Pilot. Wenn ihr wirkliche Flugtipps braucht, empfehle ich euch Smutsch oder Smutsch. Der hat einen richtig guten Channel. Da kann man viel lernen.
Also ich bringe euch da definitiv noch was in Zukunft. Und wie gesagt, gerne einfach kommentieren, was ihr sehen wollt. Bis die Tage dann. Ciao, ciao.